Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Bacio di Tosca TV mit Jörg und Dörte. Ah, heute geht es mal nicht um einen bekannten Dichter, sondern heute geht es um ein historisches Gebäude. Und zwar die Marktkirche, die seht ihr hier hinter uns. Das Interessante an der Marktkirche ist der Kirchturm. Ihr seht da drauf ein großes Pentagramm prangen. Und im ersten Moment ist das doch ein bisschen seltsam. Und man denkt, eine Kirche und ein Pentagramm. Und dann steht es ja noch auf der Spitze, also als Drudenfuß. Und das ist recht ungewöhnlich. Und da wollten wir mal genauer nachfragen. Genau, wir sind jetzt verabredet mit der Pastorin, Frau Kreisel-Liebermann. Und die wird uns erzählen, was es mit den Symbolen auf dem Kirchturm auf sich hat. Und auch noch weitere Informationen über die Marktkirche. Genau, und eine interessante Sache noch. Und zwar die Zahl 5 wird eine große Rolle spielen irgendwie. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und schaut es euch an, lasst euch überraschen und bis bald. Nochmal, du wolltest noch sagen, dass wir in der 5. Etage stehen hier im Parkhaus. Das machen wir gleich noch. Machen wir gleich noch. Gut. Also, das Ganze spielt in Hannover, nicht in München. Lasst euch nicht verwirren von diesem Schild. Die Marktkirche steht in Hannover. Und hier geht's auch schon los mit der Zahl 5. Wir haben in Etage 5 geparkt. Rein zufällig. Hier taucht wieder die Zahl 5 auf. Nur 5 Personen dürfen diesen Fahrstuhl benutzen. Zeitgleich. Ja, wenn das kein Zufall ist. Ja? Die Zahl 5 wird uns weiterhin verfolgen. Ich stehe jetzt hier mit Frau Kreisel-Liebermann, der Pastorin der Evangelisch-Lutherischen Marktkirche Hannover, St. Georgii et Jacobi. Gut. Und Frau Kreisel-Liebermann wird uns jetzt einige interessante Dinge über die Marktkirche erzählen. Fangen wir mal mit der Orgel an. Wir haben nicht nur eine Orgel, sondern wir haben insgesamt 3 Orgeln. Der Grund ist der, dass diese große Orgel, die man dort sieht, in den 50er Jahren gebaut wurde, 1953 eingeweiht, nicht in der Mitte der Kirche hängt und damit, so wie die frühere Orgel, die auf der Empore war, und damit ist die akustische Übertragung etwas schwieriger. Vor allem, wenn hier Konzerte sind, ist sozusagen die Absprache mit dem Chor und dem Orchester sehr schwierig. Und darum hat man gesagt, wir machen eine Chororgel in der Mitte der Empore, die ist etwas kleiner, aber ganz neu. Wir renovieren die Orgel aus den 50er Jahren. Das ist im 2009 haben wir sie wieder eingeweiht mit mehr als 4000 Pfeifen, von so klein bis ganz groß, das kann man sehen. Aber in der Gestalt, wie sie so geschaffen wurde in den 50er Jahren, steht sie unter Denkmalschutz. Wir nennen sie entweder die Blumentopforgel oder man kann auch an so kleine Keks- oder Kuchenförmchen denken. Und das Besondere ist eben, sie schwebt. Sie hat keine Stütze unten, sie ist in die Mauer hineingebaut. Dann haben wir noch eine ganz kleine Orgel, eine italienische Orgel, die mehr als 200 Jahre alt ist und die besonders für Taufen und so geeignet ist. Das ist die dort. Die dort hinten steht. Die dort genau. Hinten steht. Ja. Ja, die Orgeln gehören zu evangelischen Kirchen dazu. Kirchenmusik ist ein großer Bestandteil auch unserer Arbeit hier. Konzerte, natürlich im Gottesdienst, Orgelmusik zu hören. Und Orgel bedeutet, man hat eigentlich ein ganzes Orchester da drin. Durch die verschiedensten Pfeifenklänge und die verschiedenen Register kann man die ja ganz unterschiedlich klingen lassen. Ja, da hast du wieder was gemacht. Ja. Die Tastatur und das hier sind die Register. Das heißt, man zieht so ein Register raus, zum Beispiel Blockflöte, und dann erklingt sozusagen diese ganze Flötengruppe im Klang einer Blockflöte. Und man kann das auch vermischen oder man kann mehrere Register natürlich ziehen, wie man auch so sagt, umgangssprachlich, jetzt ziehe ich mehrere Register, bedeutet, ich nehme verschiedene Facetten auf. Was besonders ist, ist die Auflage auf der Tastatur. Das ist nämlich von einem Mammutzahn aus dem alten Eis oder dem Ureis Sibirien, weil man ja Elfenbein nicht mehr verwenden darf, um Elefanten zu schützen. Aber einfach diese Zahnbelag sozusagen, nicht der Zahnbelag, sondern dieser Zahn ist das Stabilste, was es gibt. Ja. Und das ist, hat der Schweizer Orgelbauer gesagt, also an der Stelle sparen wir nicht. Und jetzt doch
vielleicht insgesamt mal etwas über die geschichtlichen Hintergründe der Kirche. Ja. Die Ursprünge dieser Kirche hier an diesem Ort liegen im 12. Jahrhundert. Man hat also Mauern gefunden aus der Zeit und einige Säulenstücke. Und wenn man in die Tiefe geht, in den Bödecker Saal, sieht man noch die alten Säulen der romanischen Kirche. Die war aus hellem Sandstein gebaut, Lindener Sandstein. Und dann hat man diese Kirche abgerissen, weil sie zu klein war und auch nicht repräsentativ genug und sich der Baustil verändert hatte, nämlich zur Gotik. Und die untere Kirche war dem St. Georg geweiht, dem Drachentöter. Diese Kirche weihte man dem St. Jakobus, weil Hannover auch an der Straße aus Skandinavien nach Santiago de Compostela liegt. Das heißt, die war auch eine Pilgerkirche. Diese hier wurde im 14. Jahrhundert so gebaut, mit Backstein im Klosterformat. Das ist eine ganz besondere Größe. Und wir sagen immer, in diesen Säulen ist ein Einfamilienhaus verbaut, weil die massiv sind. Die 5 Säulen an jeder Seite. Die Kirche war natürlich zunächst katholisch im 14. Jahrhundert. Und es standen damals keine Stühle und Bänke, sondern man hatte 16 Seitenaltäre. Die Fenster waren damals farbig. Und der Altar, der heute wieder zu sehen ist, der ist für diese Kirche gestaltet worden, erzählt den Leidensweg Jesu bis zur Auferstehung und Himmelfahrt und ist aus Lindenholz geschnitzt, vergoldet mit sehr schönen Figuren. Dieser Altar hat einige Besonderheiten. Eine Besonderheit sind diese kleinen Bildchen unten, diese Medaillons. Ja. Und da sieht man zum Beispiel da sind Propheten, werden dort gezeigt. Und auch Sibylla Tabortina, eine nicht christliche, nicht jüdische, sondern griechische Weissagerin, die vorausgesagt hat, so etwas ähnliches wie eine Prophetin, es wird jemand kommen, der wird die Welt retten, also Jesus Christus. Da, dieser Kappe. Dort in der Mitte, ne? Genau, und der vierte von links ist Jakob, der hat auf diesem Medaillon eine Brille. Nun trug man zu der Zeit gar keine Brille im 14. Jahrhundert. Das soll symbolisieren, also die Sprache war ja sehr stark symbolisch zu jener Zeit, symbolisieren, Jakob konnte in die Zukunft sehen. Der war vorausschauend und planend und er war ja ein ganz erfolgreicher Viehzüchter und hat eben auch sozusagen für Israel den Weg bereitet. Sein Zweitname ist ja auch Israel. Dieser Altar war zwischendrin bei den Welfen, also heutiges Landesmuseum, weil er für die Protestanten nicht mehr erträglich war. Denn man sieht in der Mitte den gekreuzigten Jesus und darunter war dann das Allerheiligste, wo Kelch und Patene aufbewahrt wurden, also für das Abendmahl. Und man sollte sozusagen sich vorstellen, rein symbolisch, direkt das Blut Christi fließt dort hinein. Und für uns Protestanten ist das Abendmahl eine symbolische Handlung, aber nicht eine tatsächliche Verwandlung. Deswegen war der dann weg und hier zwischendrin kann man draus vorne an den Fotos sehen, war ein barocker und dann ein neogotischer Altar. Und ich finde es ganz wunderbar, dass entschieden wurde, diesen Altar wieder zurückzuholen, weil er einfach so lebendig und abwechslungsreich ist und man viel daran entdecken kann. Etwas Schönes möchte ich Ihnen noch zeigen, nämlich Adam und Eva haben keinen Bauchnabel. Nein, nee. Das mal mit. Interessiert mich jetzt mal. Hier sieht man, Adam und Eva haben keinen Bauchnabel, weil die sind ja nicht geboren, sind ja geschaffen. Und was auch nett ist, der Künstler hat Jesus hier dem Teufel einen Fußtritt geben lassen. Ja, also sie kommen aus dem Totenreich hoch und die Teufel versuchen das noch festzuhalten, aber sie können es nicht verhindern. Und das Schönheitsideal, Eva hat ewig lange Haare. Ja. Und man sieht, wie schön diese Figuren gestaltet sind, ne? Wie lebendig. Ein ähnlicher Altar ist in Salzwedel in der Marienkirche, wahrscheinlich von dem gleichen Künstler oder Künstlerwerkstatt gemacht. Ja. Das ist die Tür zum Totenreich. Die öffnet Jesus, ne? Dann schleust er auf die Tür zum Paradies und sozusagen holt die Toten hervor. Das ist alles symbolisch gedacht, ne? Muss man nicht so real sich sozusagen vorstellen. Und das letzte Bild ist eben Jesus thront oben im Himmel, unten Maria und Johannes, also Mutter Jesu. Und was finde ich auch sehr schön ist, ist, wie hier Maria Magdalena dargestellt ist. Das ist in vielen Abbildungen zu jener Zeit, aber sie kniet eben
Sie war ja die engste Vertraute neben Johannes Jesu und sie kniet unter dem Kreuz. Und man muss sich vorstellen, die Menschen zu der Zeit konnten noch nicht lesen. Das war ja erst ein bisschen später. Und das war das, was sie sozusagen dann erfahren konnten und über die Heiligen, die vielen kleinen Kapellen. Die Kirche ist dem St. Georg und St. Jakobus geweiht. Und in den 80er Jahren stellte man fest, dass die alten Figuren sehr kaputt waren durch sauren Regen, Umweltbelastung und auch Spuren des Krieges. Und Professor Weber aus Braunschweig hat dann einen neuen Georg und einen neuen Jakobus geschaffen. Und das ist ein toller Drache, den er da erlegt. Das ist wirklich eine starke kämpferische Szene. Ne? Ein geflügelter Drache und ein fast nackter Georg, nur mit ein paar Schutzkleidung versehen und Helm, wirklich tötet den von Hand. Und daneben sieht man den Jakobus, eben Patron der Pilger. Man ist sich gar nicht so ganz sicher, ist es eigentlich richtig ein Jakobus oder ist es jetzt ein Pilger? Aber es steht auf jeden Fall für die. Und der Tod ist ihm auch immer auf den Fersen, wie es im wahren Leben ist. Der Pilger hat nur einen kleinen Beutel und einen Wanderstab und eben diesen typischen Pilgerhut mit der Muschel auf dem Kopf. Und ich finde, die Bilder sind sehr dynamisch, oder diese Skulpturen, ne, sind sehr dynamisch und fallen eben dadurch auf, dass sie nicht schwarz sind, nicht dunkel geworden, nur so ein bisschen grau. Der Glockenturm der Marktkirche hat ja eine Besonderheit. Und zwar hat er Symbole, die man so erstmal nicht vermuten würde an einem Kirchturm. Ja, also es ist so, wie gesagt, die Sprache des Mittelalters lebte von Symbolen. Und man hat überall dort, wo man erreichen wollte, dass das Böse abgewehrt wird, hat man Symbole angebracht. Und natürlich eignet sich so ein Turm besonders dafür. Der war ursprünglich viel höher gedacht, oder nicht höher, sondern die Turmspitze sollte so sein wie in der Johanneskirche in Lüneburg, nämlich so ein großes Helmdach. Es ging aber den Bauleuten und der Stadt das Geld aus, weil zur Bauzeit auch 3000 Menschen an Pest gestorben sind. Und darum hat man dann ein kleineres Reiterchen oben gemacht und das haben die Brauer in Hannover damals, oder eben das, was damals Hannover war, die haben das bezahlt, damit der Turm fertiggestellt werden konnte. Und die Baumeister haben sich überlegt, und ich vermute, das war auch unter dem Eindruck der Pest, dass man doch noch an einem Turm Zeichen setzen kann dafür, hier bist du geborgen in einer Kirche und hier bist du vor dem Bösen geschützt. Und sie haben sich dabei einiger Symbole bedient. Das eine ist das Passionskreuz, das sieht man hier. Und sie haben es eben nicht aufgemalt, sondern in den Stein hineingebaut. Das andere ist ein Pentagramm, also ein Fünfstern, der zeigt nach Osten. Und vom Osten erwartet man ja sozusagen das Heil, also die Auferstehung Jesu. Das Paradies lag im Osten, der Altar ist gen Osten. Das heißt, auch dieses Pentagramm war damals ein Symbol, was das Böse abwehren sollte. Und da die Marktkirche ganz auf dem Prinzip der fünf aufgebaut ist, also die fünf Säulen, die fünf Fenster an jeder Seite, und fünf ist ein Symbol auch für Christus und die vier Evangelisten, die fünf Wundmale Jesu, die fünf Bücher Mose, also fünf ist eine sehr wichtige und heilige Zahl, wenn man dieser Zahlenmystik folgt. Und deswegen hat man das Pentagramm, das damals noch Drudenfuß vermutlich gar nicht hieß, es hatte damit noch nichts zu tun, hat man das an die Ostseite gebracht. Und an der Nord- und Südseite ist der Davidstern, also zwei übereinandergelegte Dreiecke, der heute für den Staat Israel gilt, Magen David, und damals halt auch ein Zeichen war für Ganzheit auf der einen Seite und auch die sozusagen Wurzeln im Judentum oder in der Bibel.
Wir wissen natürlich nicht alles. Wir schließen das aus manchen Texten, weil darüber ist uns nichts aufgeschrieben sozusagen. Der Baumeister hat kein Protokoll geschrieben, gesagt, das meine ich damit. Und dann haben wir noch das Radkreuz, was ja auch zum Beispiel aus Irland bekannt ist. Ein Kreuz, wo man sagen kann, die Erde ist in vier Teile geteilt. Einerseits die vier Himmelsrichtungen, aber auch dieses steht für Ganzheit. Und wir haben ein Kreuz, das so aussieht wie ein Lebensbaum, also so ein Y hinein. Das knüpft auch an die Auferstehung Jesu, den Lebensbaum. Und alle diese Symbole sollen eben besagen, hier bist du geschützt, das Böse wird abgewehrt und wir öffnen uns zum Himmel. Das ist ja Symbol der Gotik oder Besonderheit der Gotik, man öffnet sich zum Himmel hin. Mhm. Ein Aspekt, warum man denkt, vielleicht es war eine Fünferkirche, ist auch, dass damals das Stadtgebiet in fünf Regionen, Bauernschaften und Schützenkompanien gegliedert war. So. Im Osten erblickten, wohin dieses Pentagramm zeigt, erblickten die Magier auch den Stern von Bethlehem. Vielleicht war auch das ein Grund, mit dass man gesagt hat, da zeigt man einen Stern an. Und es gibt aus der Bauzeit des Turmes ein gesticktes Antipendium, also ein Altarbehang aus dem Kloster Marienwerder. Das ist jetzt im Kästner Museum und es illustriert die Erzählung der Verkündigung an Maria und ist von ganz vielen kleinen Sternen umgeben. Und das zeigt 14 Pentagramme, eines davon auf die Spitze gestellt über dem Haupt Christus. Das heißt, dieses auf die Spitze gestellt bedeutet eben auch, er ist der Herrscher der Welt und nicht das Böse. Und wir haben mal Folgendes versucht, wir haben dieses in der gleichen Größe in Pappe gemacht, dieses Pentagramm, ja. Und haben es im Altarraum ausgelegt und es passt exakt rein. Ist ja witzig. Das haben die Baumeister sozusagen vermutlich so vermessen, dass es genau die Größe hat und passt. Und man sollte eben diese Zeichen auch von sehr weit sehen können, ja. Dass man hier der Turm als Wahrzeichen eben der Stadt. So, jetzt gucken wir nochmal, ob ich was vergessen habe. Pentagramm, Passionskreuz ist klar. Gabelkreuz heißt das hier, ja? Ja. Was auch mit dem Friedenszeichen identisch ist. Im 14. Jahrhundert wurden mit diesem Gabelkreuz Pestkruzifixe gestaltet. Das heißt, man hat versucht, sozusagen die Pest auch mit diesem Kreuz abzuwehren. Na, sonst habe ich alles gesagt, ja. Ja, gut. Der Kreuz ist sozusagen, also einerseits das Zeichen für die Sonne, andererseits das Zeichen für die Erde. Man dachte ja damals noch, die Erde ist eine Scheibe. Und zum Dritten das Zeichen für Vollkommenheit. So wie ein Ring, also der Ehering wird ja deswegen auch genommen, weil das Zeichen für Unendlichkeit ist, auch wenn es nicht das Mathematische ist. Die Liebe beginnt, hat keinen Anfang und kein Ende. Und so ist es eben auch mit dem Kreis, es ist das Zeichen für Vollkommenheit und ohne Ende. Gott liebt uns ohne Ende, ist sozusagen die Botschaft. So. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin heute den ersten Teil hier. Ich weiß überhaupt nichts. Ich war noch nie aber hier. Aber wir sind jetzt hier mitten im Turm quasi. Genau. Das ist vielleicht anstrengend. So, jetzt 5 Minuten, bevor es wieder ganz doll lockt. Ja. So. Hoffentlich geht die jetzt nicht los. Nee, 5 Minuten. Oder gut. Also jedenfalls nach meiner Uhr. Ah, jetzt sind wir oben. Völlig außer Puste. Wie viele Stufen waren das jetzt? Keine Ahnung. Ich hab nicht was stand gesehen. Unten? Irgendwas mit. 45, oh. Gut. Okay, also auf jeden Fall die Glocke. Christus ist unser Friede. Aber. Die losgeht jetzt schon los. Ja, dann 5 Minuten haben wir. Aber über die Glocke wissen Sie jetzt auch nichts so. Ja. Gut.
die ganze Treppe hoch. Ja. Aber nee, Jörg, ich gehe auf keinen Fall mehr höher. Ja. Nummer 6 morgens. Also wie gesagt, wir sind jetzt hier im Glockenturm, da wo man eben, upsa, auch nicht einfach so hin kann. Dann könnt ihr nämlich auch mal einen Eindruck vom Glockenturm gewinnen. Aber nur 5 Minuten, vielleicht geht die Glocke wieder los. Das ist schon echt ein Riesenteil. Das ist noch ein kleiner. Also wir stehen jetzt hier zwischen der Kuppel und dem Glockenturm. Ja, da sind die Glocken. Wo sind die Glocken? Oben, ne? Oben über dieser Holzdecke dort. Und, oh Gott, ich kann nicht runtergucken. Und im Hintergrund hören wir Straßenmusik. Genau. Irgendwo da draußen, in den Straßen von Hannover. Gut, da geht's wieder runter, ne? Jetzt geht's wieder runter. Ich hoffe, ich schaffe das mit. Runter geht's mal. Mit diesen Schuhen. Ja, ich habe meine Tasche. Jörg, kannst du dich nicht trennen? Dachte ich, will mal hier von oben. Wundervoll, danke schön, Jörg. Genau, das wird ganz hohe Einschaltquoten geben, wenn ich mich jetzt hier gleich auf die Schnauze packe. Was? Ich habe es noch nicht geschafft. Jetzt kommt die Wendeltreppe. Also wenn du jetzt gleich einen Schrei und ein Rumpeln und Poltern hörst, dann weißt du Bescheid. Oh, danke schön. Bitte. Oh, jetzt ist mir warm. So. Möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die vielen Informationen und für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Sehr gerne. Ja, hat mir ja, Spaß gemacht. War sehr interessant und wir werden sicherlich auch mal ein Orgelkonzert jetzt genießen. Ja, gerne, das hat gerne uns jetzt sehr neugierig gemacht. Okay, gut, Dankeschön. Dann. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, das sind die Musikanten, die wir schon aus dem Kirchturm heraus hören durften. Und jetzt werde ich mal den lokalen Musikmarkt hier unterstützen und eine Spende reinwerfen. So. Machen es gut, Jungs, ne? Machen es echt gut, ja. Was machen wir jetzt noch? Hier geht es wieder Kaffee trinken. Die gibt es hier ja wohl nicht, oder? Schauen wir mal, ob es hier auch irgendwo Eierlikör-Torte gibt. Aber die kriegt man bestimmt nur im William Busch Café. Also, Kaffee. Können wir. Was soll man denn jetzt sagen? So, nach dem anstrengenden Kirchturmaufstieg haben wir uns eine kleine Stärkung verdient, denke ich. Und damit sind wir auch schon am Ende von der zweiten Folge von Bacio di Tosca TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die nächste Folge kommt bald. Wann kommt die nächste Folge? Im August kommt die nächste Folge. Und das wird dann eine etwas sommerlichere Folge. Da geht es dann nach Rügen. Lasst euch überraschen. Genau. Wir sagen tschüss und macht's gut. Bis bald. Tschüss.